Hallöchen! Heute zeige ich euch einen kleinen Einblick in The Universum. Was ist The Universum? Das ist, ich möchte es jetzt am ehesten mal mit Spore vergleichen. Das ist auch so eine Art Göttersimulation, beziehungsweise möchte eine werden, denn wir sehen hier oben schon, das ist ein Pre-Alpha-Bild. Das heißt, wer kommt denn hier gerade vor uns hoch? Verdeckt uns die Sicht. Das ist noch nicht richtig spielbar. Wir haben bisher das Menü. Wir sehen, selbst die Settings sind noch disabled. Und wir stellen jetzt einfach mal ein neues Spiel. Und noch kann man es nicht Spiel nennen. Das ist jetzt wirklich eher so eine kleine Grafikdemo bisher. Wir haben in diesem Spiel später mal diverse Planeten. Und wir platzieren quasi Adam und Eva und bestimmen dann den Weg der Menschheit. Und wir sehen hier, das ist halt schon eine größere Stadt. Dieses Völkchen ist ein bisschen fortgeschrittener. Wir sehen, die sind schon im Space Age, wie man es bei Spore nennen würde. Bei denen geht es halt eben schon auf in Richtung Himmel, beziehungsweise drüber hinaus. Wir sehen die Raketen starten und ja, fliegen dann irgendwo weit, weit weg ins All. Wir sehen auch hier so ein paar... Ja, das ist noch ein bisschen hakelig mit der Steuerung. Wir sehen auf jeden Fall hier diese Satelliten durch das All fliegen. Wir haben auch Flugzeuge. So, und das hier ist eine der ersten Zivilisationsstufen. Mit Adam und Eva beginnen wir quasi in der Steinzeit. Und geben unseren Figuren dann gewisse Möglichkeiten, mit denen sie sich weiterentwickeln können. Wir sehen auch hier, wir haben schöne volumetrische Wolken. Es regnet auch drunter und gewittert schon mal. Und ist natürlich jetzt so gesehen nicht ganz realistisch auf dem Planeten, dass wir jetzt diese verschiedenen Völker zusammen haben. Wir haben halt, wie gesagt, Steinzeit und Gegenwart auf einem Planeten. Wir sehen hier auch, die bauen sich Bohrinseln und haben dann Transportschiffe auf ihrem Ozean. Ist natürlich alles ein bisschen was kleiner jetzt dargestellt. Und je nachdem, welche Entscheidungen wir treffen und welche Möglichkeiten die Leute kriegen, wir sehen auch hier zum Beispiel mit Atomenergie, da kann es natürlich dann auch passieren, dass die Zivilisation ihren Planeten vor die Wand fährt. Und das wollen wir natürlich dann ein bisschen was verhindern. Wie gesagt, wir haben mehrere Planeten. Wir können dann auch später mal mehrere Planeten gleichzeitig steuern, hätte ich bald gesagt. Wir bekommen dann irgendwann globale News drüber, was so auf unseren diversen Planeten alles passiert. Wir sehen hier so ein Städtchen. Ja, ich frag mich jetzt gar nicht, auf was das sozusagen aus welcher Zeit das ist. Kleines Stückchen vor Gegenwart auf jeden Fall. Könnte so um 19. Jahrhundert rum sein vielleicht, ich weiß es nicht. Was ich auch ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob es gewollt ist oder ob das Zufall ist, aber hier schwebt etwas durchs All, was wahrscheinlich nicht ganz dahin gehört. Eine kleine Kuh. Entweder Easter Egg oder noch nicht ganz so gewollt. Wie gesagt, ist noch eine Pre-Alpha. Die erste spielbare Alpha-Version soll ungefähr 2 Monaten erscheinen. Und selbst dann wage ich noch zu bezweifeln, dass die gröbsten Funktionen schon alle eingebaut sind. Und bleibt mir abzuwarten. Das Spiel ist jetzt schon eine ganze Weile eine Entwicklung und wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so bleiben, bis dann wirklich irgendwann mal die Release-Version rauskommt. Wie gesagt, bisher alles nur so eine kleine Vorschau, mehr Grafik-Demo-mäßig. Wir können angucken, was hier so abgeht. Wir sehen halt bisher eigentlich nur die Flugzeuge durch die Gegend fliegen und hin und wieder starten mal ein paar Raketen. Wir haben hier zum Beispiel 6 Raketenstartrampen in der Stadt. Also das Völkchen möchte unbedingt ins All. Neue Welten entdecken und vielleicht auch anderen Völkern begegnen.
Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem neuesten Stand halten, was so die weiteren Entwicklungsstufen angeht. Ich bin auch schon sehr gespannt, was da noch so alles kommt, vor allem wenn es dann mal richtig spielbar wird. Ich bedanke mich soweit bei euch fürs Zuschauen. Unten in der Beschreibung findet ihr auch den Link zu dem Spiel. Da könnt ihr dann selber noch euch da die Vorbestellung kaufen oder weiter die Seite von den Herstellern beobachten und gucken, wie die Entwicklung so vorangeht. Ich bedanke mich soweit bei euch fürs Zuschauen. Schaltet in einem anderen Video wieder rein. Wir sehen uns. Ciao.